So, heute 10. August, 17.17 Uhr habe ich so rausgelassen. Sieht man es hinterm Haus. Heute ist etwas stürmiger. Die Brieftauben saßen leider auch schon draußen. Die wollten noch nicht so rein, da muss ich noch mal ein bisschen üben mit denen. Sehe ich die Kiebitze nicht mehr, ne? Wurden sie abgetrieben. Doch, da hinten, über dem Haus. Müssen auf jeden Fall heute ihre Flügel benutzen. Ich weiß nicht, sieht man das? Hoch ist es nicht, aber sie werden abgetrieben. Am Gegenwind. Ist eigentlich schönes Wetter zum Hochflug. Ich hoffe, sie kommen gleich mal ein bisschen. Ach, da. Etwas näher. Brieftauben sind auch schon sehr gut geflogen. So. Abgefilmt von den Kiebitzen. Ja, fliegen die ersten Brieftauben nochmal hoch. Jetzt kommen sie. Fliegen natürlich nicht besonders hoch heute. Aber ihr seht, sie mögen es im Wind zu spielen. Vielleicht macht denen auch die dunkle Wolke etwas Angst. Die steht immer, dunkle Wolken stehen immer etwas tiefer als die anderen Quellwolken. So. Shit. Noch alle da. Kommen wir zu den üblichen Sachen. Was haben wir Neues? Tja, das sind die letzten 3 von 4 Kiebitzen, einen habe ich ja noch neben dem Nest sitzen oder auf dem Nest. Die Kassler lasse ich, alle 4 sind da, lasse ich bis jetzt nicht raus. So, und dann. Ne. Ach ja, ein Kassler, Kasaner fehlt mir. Ein Kasaner fehlt, weil er hier durch die offene Tür raus ist. Gestern Abend war er noch zu sehen, ist gegen Mittag passiert. Tja. Und dann hat dieser Kasaner auch noch dieses Küken hinterlassen. So, ja. Hier laufen jetzt auch noch 4 Legewachteln mit. Ja. Der erste Kiebitz. Jungtier. Ach, nach draußen Randale. Ja, was soll ich sagen? Das fütter ich jetzt von Hand ein bisschen zu. Der Vater ist ja noch da. Aber es scheint noch nicht so zu reichen. So, der Klatschstimmler ist auch noch da, der Tatschicke. Ansonsten hat sich hier nicht viel geändert, wie gesagt. Die fühlen sich ja wohl. Die habe ich aus einer Haltung übernommen, wo in der Voliere auch noch Diamanttauben geflogen sind und Wellensittiche. Das heißt, die interessieren sich nicht großartig für die Tauben oder lassen sich von denen nicht stören. Mal gucken, was das jetzt gibt mit den Wachteln. Wenn es nicht funktioniert, kommen sie weg. Auf jeden Fall muss ich hier auch mal anfangen, ein paar auszusortieren. So, das zu dieser Seite. Der anderen Seite, die fliegen hier noch. Da sieht man das. Kurz Pause. So, wo sind sie hin? Ja. Kiebitze spielen gerne im Wind. Doch, jetzt sieht man, wie rasant sie fliegen. Wenn sie jetzt noch auf Höhe gehen würden, wäre es perfekt. Aber so bin ich erstmal auch zufrieden. Sollen sie ruhig so fliegen. Jetzt müsste ich mal kurz gucken, wie spät es ist. Wir fliegen ja praktisch nur über den Häusern. Ja,
soweit eigentlich zu heute. Mal ein kurzer Einblick heute nochmal. Der Sekibit sitzt da oben, die Jungtiere fliegen noch nicht alle unbedingt mit. Gucken mal, wie lange sie jetzt in der Luft bleiben. 17.17 Uhr sind sie gestartet. Bei dem Wind werden sie wohl nicht lange bleiben. Nicht lange in der Luft bleiben. Wir früh genug ausgepowert sein, aber Training ist halt alles. Jetzt immer weiter. So, das war's für heute. Macht's gut. So, 17.41 Uhr. Ich sag mal, bis auf ein paar einzelne sind jetzt alle gelandet. Manchen macht es anscheinend aber noch ein bisschen Spaß, im Wind zu toben. Ich warte jetzt natürlich, bis sie alle einigermaßen gelandet sind und dann pfeife ich sie herbei. Die Brieftauben sind teilweise sogar noch mit den Kiebitzen mitgezogen. Ja, sieht, die haben sich da hinten auch teilweise niedergesetzt. Ich habe sie noch ein bisschen mit der Fahne gejagt. Ja, das war's erstmal. Macht's gut.